Ja, und schon so bei Episode 2 von Resident Evil Revelations 2 kam diese Woche. Passt sogar dann schön, dass wir keine Pause zwischendurch haben. Und das ist natürlich im Sinne nicht nur von mir, sondern auch von euch. So. Dann werden wir mal gucken, wie wir hier weitermachen. Wie gesagt, habe ich ja schon bei anderen Spielen erwähnt, heute ist ein bisschen stressig mit Aufnehmen. Weil Aufnehmen und Schneiden und Hochladen ist gerade alles ein bisschen zeitintensiv. Fortsetzen. Ich hoffe, wir haben wieder eine schöne Einleitung, wie immer. Bis hier bei Revelations 2. Claire Redfield, Sie kommen mit uns. Wohin wurde ich gebracht? So viel Leid. Ihr wisst nicht einmal, wovor ihr euch fürchten sollt. Wer sind Sie? Ich bin die Aufseherin. Bitte, schicken Sie Hilfe. Ich bin hier, Kleine. Bitte sei am Leben. Ich habe keine Eltern. Da drüben. Woher weißt du das? Na, das ist eine Sache, die nicht im Bericht war. Wie ist da draußen überhaupt jemand? Deine Tochter heißt Moira? Ja. Sie ist tot. Was? Na, mal gucken. In dem Teaser, den wir hatten bei der letzten Episode, da haben wir ja schon gesehen, dass die mit der schon zu tun hatte. Episode 2. Contemplation, keine Ahnung, was das heißen soll. Was? Der Betrachtende ist in... Oh, warum geht das mir schon weg? Heiliger Bimba! Ist mein Leben geil! Genau wie Kichicho, Mann! Hammermäßig! Geht ohne mich weiter! Ich komm später nach! Du hast ihn gehört, Gabe! Los! Bleib bloß nicht ins Dörfchen! Hey, Fernandes! Sieh mal! Ist das der Ort? Die Wassis? Was auch immer? Ja. Wo das Leben beginnt. Tja. Ist das Thompsons? Ja. Ich werde es mir näher anschauen. Oh, Kacke! Geh! Steh auf. Oh Gott, du schuldest mir neue Unterhosen. Komm rein. Die neue ist auch okay. Ich wusste, dass ihr es wart. Hey. Musikwünsche? Also ich habe zuerst verstanden, dass der Gay hieß, ja, aber der ist ja Gabe. Und wer ist das? Ich kenne die nicht. Wusste man wahrscheinlich auch nicht. Aber na toll. Wir sind mitten im Wald aufgewacht. Und ihr? So eine Art runtergekommenes Gefängnis. Gabe. Gina ist tot. Ah, scheiße. Thompson ist auch tot. Ja, aber ich habe seinen Armreif. Eddie hätte gewollt, dass ich rausfinde, wie er funktioniert. Du hast echt seine Hand abgehackt? Manchmal muss man schwere Entscheidungen treffen. Komm, sehen wir uns im Gebäude um.
stinkende Chemikalie. Stoff. Köderflasche. Köderflasche. Leere Flasche. Pistolenmuni. Willkommen am Abgrund, wahrer Furcht. Die Aufseherin. Was wollen Sie? Ich muss euch das Labyrinth scheuchen und sehen, wer wieder herauskommt und wer nicht. Das Labyrinth ist in diesem Fall ein besonderes Virus, das ich jedem von euch injiziert habe. Ein was? Sie haben was? Ich bin keine Laborratte. Das kann sie sich in ihren aufsehenden Arsch schicken. Aber wir wurden mit etwas infiziert. Oh sie Mann. Hat eine Nadel in mich gesteckt? Denk einfach nicht drüber nach. Rexy, begleite mich mal. Komm. Ja, Lucho, warte, Zeit ab. Hier oben ist noch eine Map. Ein Robin. Und das Sichtfeuer. Ich muss dir da drüben was zeigen. Ja, wenn du jetzt dein Ding rausholen willst, mein Freund, dafür ist es jetzt nicht der passende Mann, Zeitpunkt. Ich hoffe, Fischer geht's gut. Neil? Neil war bei euch? Ja. Wir wurden auf dem Weg hierher getrennt. Was ist denn Neil Fischer? Helikopter. Glaubst du, du kannst ihn fliegen? Wenn er repariert ist. Aber er hat nicht genug Saft. Er braucht eine neue Batterie und Treibstoff. Und wir finden genau, was wir brauchen in diesem Scheißhaufen? Nach meiner Erfahrung, ja. Hilf mir suchen. Oh. Ja. Noch was? Okay, dann können wir suchen. Muss ich einen Helikopter jetzt suchen oder hier im Umkreis? Achso, da die komischen Leuchtepunkte. Also ist auf jeden Fall unsere nächste Aufgabe schon mal den verkackten Helikopter zum Laufen zu kriegen. Ach, Hilfe. Ja. Hat's geklappt? Ah. Ja. Oh. Immer Mühe. Ja. Wunderschön. Teilbox. Shotgun Money. Okay, müssen wir so rum. Was hier? Nee. Nee, da war gerade nichts.
Oh, nein. Claire? Wir sind nicht allein hier draußen. Ach. Hast du das auch schon mitgekriegt, ja? Jetzt erstmal hier so ein bisschen um. Achso, das war ja hier das Zeug. Ach, guck mal. Ein niedliches Emblem. Die hatte ich ja mit Barry schon gesammelt, aber da wird es wahrscheinlich bei ihr blieben sein. Was haben wir hier? Nichts. Okay, dann gucken wir mal rechts. Boah, wie ich mich hier verlaufe, ja. Ey, hast du mich gerade geboxt? Ich glaube, es hackt, mein Freund. Oh, jetzt sind so viele Ecken und Kanten, ja, da hast du wieder. Munition ist ja allgemein Mangel. Ein Treibstoffdepot. Aber der Eingang ist blockiert. Bohrmaschine. Also was soll ich das, wo ich den Handwerker finden, was? Nee. Oh, nicht wieder Kollege Kettensäge. Und ich habe noch nicht mal. Ach doch. Ja. Okay, das ist schön. Kollege Kettensäge ist auch wieder bereit. Oh, na super, da kommt doch voller Freude auf. Ich meine, das kann auch ein Rasenmäher gewesen sein, ja? So ein kleiner Benzinrasenmäher. Aber das glaube ich nicht. Okay, da muss ich nicht lang. Ich muss auf jeden Fall hier irgendwo hin. Gucken wir uns aber erstmal schnell noch. Alter, wer war er denn? Ach. Kollege Hammer. Kollege Hammer hängt fest. So freut mich das. Nachladen. Hängt wieder fest, ja? Ah, ne, warte mal, wir könnten natürlich mit dir mal noch eine kleine Aktion machen. Bist du hingefallen? Die Flaschen gefallen mir. Die haben den Vorteil, die explodieren nicht gleich, oder? Ja, so in der Dreh auf jeden Fall. Und wenn ich richtig bin, hatte ich hier irgendwo noch eine. Pedro! Erschreck mich nicht so, Claire! Schau mal, was ich gefunden habe. Wenn ihr brüchige Wände findet, könnte ich sie bestimmt durchbohren. Ja, zieh Finger. Boah, Erlassen, brauchst nicht der Kettensägen, Mann. Ey, Junge, ich scheiß dir in den Hals und reiß dir vorher den Kopf ab. Mann, das kann aber nicht wahr sein. Guck nach, ob drin was Brauchbares ist.
Ey, ist das ein Arsch. Tagebuch eines Reisenden. 11. Oktober 2008. Ich habe diese kleine Insel in einem abgestaubten alten Buch entdeckt und sie ist auf keiner Karte oder sowas verzeichnet. Da habe ich mir doch gedacht, cool, eine Gelegenheit für ein Abenteuer und eine Entdeckung auf einer unentdeckten Insel. Das ziehe ich mir rein. Mir einen Helikopter zu chartern, hat mich eine Stange Geld gekostet. Und als wir dann endlich landeten, haben die Einwohner den Heli konfisziert und mich in Gewahrsam genommen. Es ist nicht cool. Und jetzt bin ich in diesen Drecksloch eingesperrt. Diese Typen sind total... Entschuldigung. Meschugge. Ich kann es nicht erklären, aber nur indem man sich sie ansieht, merkt man, dass hier irgendwas nicht stimmt. Mega miese Stimmung hier. 12. Oktober 2008. Also, die Typen debattieren jetzt, was sie mit mir anstellen sollen. Wie wär's, wenn ihr mich einfach gehen lasst? Ich hab's denen 100-mal erklärt. Ich bin nur für ein Abenteuer hergekommen, aber sie hören mir nicht zu. Das ist echt nicht cool. Also anscheinend bekommen die Typen hier nicht in ihren Dickschädel, dass ein Außenstehender ihre Insel finden konnte. Ich meine, hallo, wir leben im digitalen Zeitalter. Was kann man denn heutzutage nicht finden, wenn man lang genug danach sucht? Aber echt jetzt, ich denke, langsam hierher zu kommen, war keine so gute Idee. Ja, super. 2 verdammte Monate und ich bin immer noch hier. Das ist Schwachsinn. Irgendwas Übles geht hier ab. Ich habe niemanden mehr gesehen und ich sehe es nicht, aber ich höre tierisches Knurren. Was eine Scheiße. Die haben mich hier doch nicht vergessen, oder? Oder? Kein Essen, kein Wasser. Hab etwas Regen, das hilft. Keine Kraft mehr. Nicht mal Ratte. Was? Keine Kraft mehr? Nicht mal Ratte gefangen. Kann nicht mehr. Wasser, Wasser, Wasser. Bitte Wasser. Ich würde sagen, ich habe eine MP. So finde ich das schön. Zuck. Ah nee, du nimmst die Pistole-Muni nicht, mein Fräulein. Ich müsste mal ein bisschen was herstellen, wa? Leere Flasche, leere Flasche. Kombinieren. Köderflasche, explosive Flasche. Und dann machen wir uns gleich noch eine Köderflasche. Kombinieren. Damit. Ah, sehr schön. So, jetzt brauche ich bloß noch. Nein. Jetzt brauche ich bloß noch so einen Grabbeltisch und dann können wir damit auch loslegen. So, Kollege Bohrhammer. Komm mal mit. Wir könnten dein Bohrer jetzt gebrauchen. Bereit für ein paar Abrissarbeiten? No problema. Zeig mir nur, wo es lang geht. Ja, da bin ich mir gerade auch nicht mehr so sicher. Hier hinten. Na? Kommst du oder was? Bin ich hier richtig? Okay, haltet Abstand. Na, zieh den Finger. Oh oh, da sind sie wieder. Was? Ihr müsst sie aufhalten! Lasst sie nicht in meine Nähe! Kommen denn? Oh, na super. Oh Gott. Oh, ich hab voll daneben geschossen.
Ja, warum schießt du nicht gleich, Freund? Du hast eine Pumpgun. So, weg jetzt aber. Zum Glück noch ein bisschen Muni. Junge, vorhin hast du doch bloß eine Minute gebraucht, nicht mal. 10 Sekunden, 5! Und jetzt brichst du einen ab, oder was? Danke dir.